Um euren Wetterballon mit Helium oder Ballongas zu befüllen, braucht ihr natürlich erstmal das entsprechende Gas. Das bekommt ihr bei großen Baumarktketten oder bei Gashändlern. Dieses Ballongas oder das Helium ist in so großen Gasflaschen drin. Und diese Gasflaschen stehen unter dem 200-fachen des Umgebungsdrucks, also unter 200 Bar. Und wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, kann man nicht einfach diese riesige Stahlflasche nehmen und da den Wetterballon dran halten und oben aufdrehen, sondern da braucht man einen speziellen Flaschendruckminderer. Den schließt man dann einfach an die Heliumflasche an. Und dieser Flaschendruckminderer hat ja so zwei Anzeigen. Diese Anzeige zeigt den Flaschenfüllstand an. In der Regel sind das 200 Bar. Je mehr Helium oder Ballongas dann hier raus abgezapft werden, desto weiter sinkt die Nadel dann bis auf Null, dann ist die Flasche leer. Hier auf dieser Seite haben wir nochmal eine Anzeige, die zeigt den Arbeitsdruck bzw. die Durchflussgeschwindigkeit an, also von 0 bis 10 Bar. Um das Gerät dann aufzudrehen, haben wir hier unten so einen Hebel. Der ist am Anfang rausgedreht, das heißt, wenn der rausgedreht ist, ist dieses Manometer dicht, also es kann kein Gas entweichen. Und um Helium dann abzuzapfen, dreht man dieses Ventil hier rein und dann beginnt die Durchflussgeschwindigkeit zu steigen. Je weiter man reingeht, desto mehr fließt durch und dann kann das Helium abgezapft werden. Wichtig ist, hier an der Seite ist auch nochmal ein kleines Rädchen. Das muss ganz rausgedreht sein, weil man hiermit auch nochmal den Schlauch verschließen kann. Manchmal kann es vorkommen, dass dieser Flaschendruckregler hier unangenehme Geräusche verursacht. Das kann unter anderem damit zu tun haben, wenn dieses Gerät hier draußen gelagert wurde oder auch die Flasche draußen stand mit unterschiedlichen Temperaturen, dann kann die Membran, die hier drin ist, anfangen zu pfeifen, also unangenehme Geräusche verursachen. Und dieses unangenehme Geräusch kann man dadurch verhindern, indem man noch weiter um so eine halbe oder ganze Umdrehung reindreht und damit noch mehr Gas entweichen kann. Wir haben hier eine Flasche Helium. Und wie man den Druckminderer jetzt anschließt, das will ich jetzt einmal zeigen. Am Anfang ist die hier oben mit so einem Drehverschluss verschlossen. Und in der Regel ist das so ein bisschen auch zugerostet, mit so einem Band versperrt. Kann aber mit so einem Maulschlüssel hier oben, teilweise auch mit einem Hammer, geöffnet werden. So, dann kann man das hier oben einfach abdrehen. Dann haben wir hier drunter das Ventil von der Heliumflasche. Ist natürlich jetzt zugedreht, damit nichts entweichen kann. Und an dieses Ventil hier schließen wir jetzt unseren Flaschendruckminderer an. Wichtig ist, dass die Ventile hier auf jeden Fall sauber sind, also dass kein Schmutz oder Dreck drin ist. Deswegen einfach mal reinpusten. Genauso hier, dass dieses Dichtungsgummi hier schön sauber ist und dass da nichts drauf ist. Und jetzt setzen wir den Flaschendruckminderer hier drauf. Dann nehmen wir hier diese Mutter und schrauben das einfach hier auf die Heliumflasche drauf. Und achten, weil man das hier so ein bisschen bewegen kann, dass das schön gerade und mittig sitzt. Und ziehen die Schraube dann erst mit der Hand an und nehmen dann später hier den Maulschlüssel zur Hilfe und drehen das Ganze dann entsprechend fest. Wenn ihr euren Flaschendruckminderer dann angeschlossen habt, dann müsst ihr als erstes darauf achten, ob auch die Ventile am Flaschendruckminderer wirklich alle geschlossen sind. Also hier unten dieses Absperrventil muss komplett rausgedreht sein. Hier hinten diese schwarze Kappe, was ja auch nochmal ein Durchflussventil ist, muss auch wirklich komplett reingedreht sein. So, wenn ihr das alles überprüft habt, dann könnt ihr hingehen und hier oben an diesem Rädchen drehen. Dieses Rädchen ist dafür da, dass erstmal überhaupt Druck aus der Flasche auf den Druckminderer wirkt. Das werdet ihr auch hier gleich bei der Nadel sehen. Die wird jetzt gleich ansteigen. Ich drehe die mal gerade auf. So, jetzt sehen wir, hier sind so um die 170, 180 Bar Helium noch drauf auf der Flasche. Und im nächsten Schritt wird das schwarze Ventil eine halbe Drehung rausgedreht. Und um das Ganze jetzt abzuzapfen, dreht ihr hier vorne vorsichtig dieses Absperrventil rein und könnt dann euren Wetterballon befüllen. Das mache ich mal, also schön langsam und vorsichtig reindrehen. Ihr werdet jetzt gleich auch hören, dass das Helium anfängt zu entweichen. Genau, jetzt kommt so langsam was raus und dann kann man halt je nach Lust und Laune regulieren. Angenommen, wir müssen jetzt hier irgendwie 20 Bar abfüllen, dann würde die Nadel dann auf die 150 zeigen, dann weiß man, 20 Bar hat man drin und dann dreht man das Ganze entsprechend zu, bis nichts mehr geht und dann ist die Heliumflasche wieder verschlossen und nicht vergessen, hier oben auch nochmal zudrehen. Wenn ihr wissen möchtet, wie viel Helium oder Ballongas ihr in euren Wetterballon füllen müsst, dann schaut euch unser Video zum Heliumrechner an.